merkwürdigen Atemübung. So ähnlich wie das, was ich, oder besser gesagt, das ist genau der Weg, den ich eben gesagt habe beim Baumstehen. Das hat alles einen Sinn, also einen Zusammenhang. Also erstmal sich zum Beispiel so hinzusetzen, dass man merkt, das tut mir gut. Ich kann so frei atmen, könnte jetzt auch länger so sitzen. Das brauchen wir für die Meditation ja auch. Wenn ihr denn meditieren wollt, ich kann euch das nur empfehlen, ne? Das ist eine eigene Meditationspraxis aufzunehmen. Ich kann euch auch nur empfehlen, da nicht so ein riesen Bohai von zu machen. Also das nicht so kompliziert euch vorzustellen. Es ist wirklich in erster Linie sitzen und das, was dann kompliziert ist, seid ihr selber. Also das zu lernen, was quasi der Ruhe, dem inneren Lächeln im Wege steht, da kann man enorm viel lernen. Also das ist auch endlos. Und das Beste ist wirklich, also das Einfachste und Beste sind wirklich Meditations-Apps, kostenlosen 7-Tage-Kurse, wirklich irgendwelche. Ja. Testet mehrere aus. Ja. Auf eurem Smartphone. Weil das schnell reinigt von irgendwelchen großartigen Vorstellungen, was das alles ist, diese Meditation und so. Dass man die Berührungsängste zu sich selber eigentlich abbaut. Ja. Atmen. Auch das scheint gut zu sein. Also ihr könnt ein bisschen mit dem Bauch rumspielen, ja. Aber lasst es dann auch gut sein. Versucht da auch nichts zu erreichen. Ja. Also nicht versucht, nichts zu erreichen, also versucht nicht, das nichts zu erreichen. Das ist auch Quatsch. Es gibt die ganze Lehren, die das propagieren. Nur, dass ihr mal das habt, wir können auch noch mal irgendwann, habe ich jetzt keine Lust zu, diese Zwerchfell-Laute machen, um festzustellen, wo genau diese Muskeln ansetzen und so, das ist ganz gut. Das PTKFS, da kann man genau merken, wo das Zwerchfell ansetzt. Ihr wisst, so ein Flaschenatmen wäre gut, das ist eine Intention, ne? Also Bauch füllen, man füllt nicht den Bauch, ja, der kommt raus, weil man und so weiter, Zwerchfell, eine Anatomie ist was anderes als das, wie wir das jetzt nennen, man sieht es aber. Es wäre gut, wenn der Bauch rauskommen würde, nicht forciert, der Brustkasten sich ein bisschen mehr öffnet und sogar ein bisschen die Schultern freier werden und dann umgedreht wieder ausatmen, ne, Flaschen atmen. Worum es hier wieder geht, ist nicht forciert, immer feststellen, wenn es spaßiger, freier, angenehmer wird. Da den Fokus drauf richten und quasi da auch das eigene Aha- und Lächelgefühl quasi mit zu verbinden, ist klar, weil ihr dann im Lernprozess nicht durch Negieren, das war falsch, sondern durch das, oh, das fühlt sich gut an, immer besser euch fühlt und den ganzen Körper in die Richtung bringt, dass es besser funktioniert. Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Man kann das eigentlich für sein ganzes Leben merken. Wenn man weggeht von Maschine denken zu Prozess und dann versucht, die Randbedingungen des Prozesses langsam in die Richtung zu setzen, zu verändern, dass sich der Prozess in ein gesundes, zufriedenes, glückseliges Etwas verändert. Es geht. Ne? Ihr habt dann trotzdem immer noch ein Up and Down, aber das ist auf einem viel immer weiter höheren Level. Ne? Also es geht von extremer Glückseligkeit bis zum Down, das ach, es ist ganz nett. Ne? Und zwar ohne irgendwas auszublenden. Also wir blenden nichts Negatives aus. Wir gucken uns das an, versuchen es zu ändern. Also wir lernen weiter. Ja? Wir lächeln nichts weg.
Das muss von innen entstehen. Wir sind nicht freundlich, um einen Deal zu machen. Wir sind freundlich, weil wir uns so fühlen und der andere Mensch das vielleicht gerade braucht. Also wir, das ist meine Richtung, wenn ihr die annehmt, finde ich das nett. Der ganze Körper ist dran beteiligt. Ganzkörperwahrnehmung. Und der Geist gehört damit zu. Und es ist auch gut, das langsam zu machen. Weil bei vielen Menschen sind sehr viele traumatische Erlebnisse, die man vergessen hat und so, und haben zu einer Verengung dieses Atemmusters geführt. Es ist sehr steif dann. Und das ist auch gut. Also ich finde den Ansatz gut, das langsam sich auflösen zu lassen. Auf der körperlichen Ebene auf jeden Fall. Also eine sanfte Umgangsweise ist mir lieber. Auch das kann ich, also diese merkwürdige Atemübung kann ich euch auch nur empfehlen, jeden Tag 3 bis 5 Minuten oder sowas. Euch eine eigene Eieruhr oder einen Timer zu stellen zu einer festen Zeit, die ihr euch vornehmt und dann einfach mal so in Richtung dieser positiven Verstärkung auf den Atem zu achten. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und im Sitzen, unser gut erzeugtes Qi einsammeln. Was auch immer dieses Qi ist. Und wenn es das innere Lächeln ist, das sammeln wir nicht ein, aber wir schließen die Übung mit 3 großen Atemzügen ab. Die merkwürdige Frage ohne eine kognitive Antwort. Wie fühle ich mich jetzt? Danke für diese Session, für unser gemeinsames, über Streaming verbundenes Sein. Finde ich nett.